ruhig, ich muss kurz synchronisieren. Du und so. Back to game, Statistik, Mod Options, Disconnect. Okay. Synchro ist da und es ist Nacht. Geh mal bei dir, ne? Reißen die Schneebälle auf mein Fenster. Ernsthaft? Mein Vater und meine Schwester. Lol. Machen uns eine Schneeballschlacht. Es ist richtig viel Schneeballs gekommen, ey. Ja. Voll krass. Ja, nee, bei mir auch. Oh, Alter, das Problem ist immer, dass wir keine Videos haben. Ja, nicht bei dir auch. Ich dachte, du wohnst so weit weg von Chris. Ja, deswegen, ja. Verrückt, ne? Komisch. Ja, mich hier, ich hab den coolsten Platz genommen. Ja, die schmeißen Fenster, also schmeißen, Schneeball auf mein Fenster. Das war das. Das war dieser Knall. Und dann ist ein Stein drin und das Fenster ist... Ja, genau. Bei Minecraft fällt auch Schnee. Alter. Bei uns nicht. Ja, das wäre geil, wenn es Jahreszeiten geben würde. Ja, ne? Also ja. Bei mir fällt gerade Schnee. Ja, ja, baut baut doch einfach mal höher, Leute. Stell dir mal vor, jetzt der Marktplatz so schön verschneit. Geil. Oh yeah. Geil. Also der angehende Marktplatz mit den drei Ständen. So. Ja, jetzt muss ich da irgendwie noch Licht dran machen. Also, den grünen Marktplatz. Ich nutze die Zeit in der Vorbereitung bei dir, Chris, und zeige erstmal mal, was wir hier in der letzten Zeit so gebaut haben. Wie also, lange ist der, dass du aufgenommen? Ich glaube, in der letzten Aufnahme. Da haben wir unten das Gleisbett ausgehoben. Ne, da haben wir es fertig gehabt. Ja. Wir haben mittlerweile ein voll beleuchtetes Bahnhofsdach. Wir haben den Weg drumherum. Wir haben angefangen, einen Marktplatz zu setzen da hinten. Den Weg, den haben wir angefertigt mit ein paar Bäumchen. Ja, das Ganze drumherum im Bahnhof, das zeige ich jetzt auch nochmal. Jetzt macht er voll ein, wie heißt es hier? Ich mache eine Roomtour. Genau, eine Roomtour. Im Bahnhof. So, Schilder, Straßenbahn, S-Bahn. Straßenbahn wird hier entstehen. Ich glaube, das habe ich schon mal angedeutet. Nein, das Ding gab es noch gar nicht. Oh Mann. Ja, drumherum einmal einen Weg und es gibt hier einmal den Eingang oder auf der anderen Seite gibt es einen Eingang. Hier kann man nach unten. Gibt es auch einen Zweigang? Zu dem, lol. Zu dem S-Bahn-Verteiler. Da arbeitet der Stefan gerade an diesem System hier, dass man mit den ganzen Weichen und so weiter, ich könnte jetzt hingehen und sagen, hier, ich möchte jetzt zu Michi fahren. Weichen würden gestellt. Dann würde ich jetzt hier runtergehen. Ich werde beschossen. 100 pro einer von euch. Oh Mann, sollen wir schnell zu Mario gehen und ihn abschießen? Oh, okay. Ich fand Chance, ich werde ihn zuerst umbringen. Hast du es ausgewählt, hast du dir am Minecart stehen, drückst den Knopf und wirst automatisch in die Richtung katapultiert, in die du fährst. Das wäre da hinten Richtung Christian und Michi und so weiter. Oder hinten Christian. Halt die andere Richtung. Nein, ich bin runtergefallen. Ah, fail. Lol. Hoffe. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Das ist eigentlich normal, dass ich beim Vorwärtsgehen immer springe automatisch. Kannst du auch abstellen. Kannst du in den Steuerung kannst du das ausstellen. Ja, genau, Option Steuerung. Steht dann ganz oben rechts. Stefan, erstens, ja. Ich sehe deinen Namen jetzt. Zweitens, es ist ein Feuerfall, also kann es kein Skelett sein. Ich weiß nicht. Nein. Es war ein Skelett, vielleicht hat er dazu. Ach, der Michi ist ja auch hier. Warte, Papi. Ich will ihn auch noch umbringen. Mit dem Spiel. So, ja. Also, die Gleise habe ich ja schon im Prinzip erklärt. Joa. Der Glastunnel, der ist ja auch schon fertig. Also zumindest zu ihm's. Da will ich jetzt aber nicht extra hingehen. Christian, bist du bereit für die Dschungeltour? Man wollte eigentlich jetzt abknallen. Bist du bereit für die Dschungeltour? Bereit für den, wir knallen Mario ab Tour. Bist du bereit für die Dschungeltour? Warte! Wo bist du? Ich will dich abknallen. Ich hab nur ein Dach getroffen. So, wo wollte denn hier der Mario, hä? Schieß nicht, dein Fall tötet mich sofort. Ich würde gerne schießen, aber du schießt sofort auf. Das ist ja Besuch. Von einem Zombie. Oh, der bewegt ein bisschen die Minecart. Ja, das ist scheißegal. Hallo? Michi, hör auf mit dem Scheiß. Michi? Das bin ich gerade. Nein. Nein. So,
So sind die Kartoffeln durch, dann kann ich das Pferd nehmen und auf geht die Reise. Das Pferd nehmen? Hier ist er nicht zu Fuß. Weißt du gar nicht, Chris, warten wir zu Fuß? Ah ne, wir warten zu Fuß, ne? Fuß. Hier ist ein Pferd. Michi? Ja, das ja, was ist? Runter. wer schießt Skelett. Au. Das ist mit Mario weggeschossen. Ich werde Alter. Okay. Ich hab ein paar Pfeile. Alter! Ey, das war Mario. Alter, Michi. Ich hab nur noch eineinhalb Herzen. Ja. Das mach ich immer gut getimt, weißt du? Hey. Wenn das mein Fall gewesen wäre, wäre es schon längst tot. Ja, hau ab. Hau ab. Lass mein Pferd in Ruhe, das Akku schneiden. Pass auf, pass auf, dass die Leine nicht kaputt geht. Ne? Na, das kann ich nicht umwickeln. Geh, ne? geh runter. Das ist ja kein Problem. Ja, ne? Die ist jetzt gejoined. Ah, der Schweizer. Oh nein, der auch noch. Der ist aber Hurensohn. Ich muss den wahrscheinlich gleich erstmal noch anpassen an die Lautstärke. Oh Mann. Wir sind gerade muss viel piepen, ja. Ja, die ganze Aufnahme ruiniert. Ja, ist so. Christian, ich geh mal zu dir rüber, ne? Ja. Dann bräuchte ich noch ein paar Pfeile und dann können wir los. Juhu! Ja, warte, Pfeile kommen. Nein, ich hab den Weg. Alter! Ja, ich hab hier, kein Wasser zum Löschen, also lass das. Du hast gesagt, du brauchst Pfeile, Mensch. Aber nicht auf die Art. Alter. Achso, ich dachte kurz, wenn er jetzt die Nachricht macht, ist gestorben. Alter, hört auf mit dem Mist! Ich hab hier kein Wasser zum Löschen! Mach ich den Brandpfeile? Ja. Ja, ich schieße den Brandpfeil ab. Und es fängt an zu lecken. Könnt ihr mal aufhören, diese Drecksbrandpfeile zu schießen? Es leckt immer, wenn einer an mir vorbeifliegt. Na, Alex, kommst du gut voran? Nee, ich muss erstmal diesen ganzen Kram hier abtragen. Damit kenne ich mich aus. Soll ich Stefan dir eine Spitzhacke craften? Was heißt das? keine Ahnung. Lass es dir durch Stefan erklären. Hallo, Chris. Hallo. Du brauchst Pfeile oder, ja. Oder auch oder willst auch einen tollen Bogen? Okay, komm, ich hab aber nichts im Tausch. Ach, egal, der ist gratis, dieser Stärke 5 Bogen ist einfach gratis. Ist ein ganz toller Bogen. Michi, kommst du noch mal? Warum? Warum? Warte, ich kann den nicht auf normale Art mit dem anderen Bogen reparieren, ne? Nein. Nein. Musst du immer mit einem Amboss machen. Ja. Oh, geil, Pfeile. So, auf dem Hügel gerade, Alex. So, von hier aus können wir los, Chris. Ja, ne, also ich würde sagen, also ich meine, ich hab 58 gebratene Hühnchen dabei, meine Standardausrüstung, ich habe sogar ein Bett dabei. Habe ich jetzt nicht. Ja, das kann ich dir geben und lock dann aus. Oh nein, die machen das nicht mit dem Bett. Stimmt, wenn wir sterben, spawnen wir da, das wäre dumm. Das vergesse ich immer jetzt wieder. Jetzt haben wir nur ein Problem. Ich guck mal kurz die große Karte an, wenn sie groß wäre. Warum wird sie denn nicht groß? Und warum lädt sie einfach hier hinten nicht? Ich würde sagen, wir gehen in den Südosten. Deine Karte lädt. Also hier, ja, nicht deine Karte. Die Journey Map. Ne, ja, das. Ja, die Journey Map, damit hast du. Südosten, weil da ist erstmal. Südosten. Auch ein Sumpfgebiet. Also darunter. Ja, ne? Okay. Also, ey, ich wollte sagen. Hey, ich wollte noch sagen, Mario. Erstmal, warte mal. Wie geht Brot nochmal? Was machst du denn da? So. Kühe dürfen hier nicht frei rumlaufen. Du siehst deine schöne Musik, ne? Und dann steht einfach so ein Chat drin. Omnitron ist dein Dings Motivation. Das wäre geil. Okay. Wenn du Motivation stirbst. Alter Michi, diese Bäume, die wir uns vorhin überlegt hatten, ne? Diese Dark Oak Dinger, glaube ich, die wären ein bisschen sehr groß geworden. Ich wollte noch was sagen. Echt jetzt? Mario. Ja, Chris, was willst du sagen? Ich wollte hier demnächst noch einen Turm bauen. Da, wo ich gerade stehe, hier.
Okay. Wird demnächst ein Turmprojekt, also hier, direkt unter, direkt über dem Stall. Da unten sind meine Schafe. Also mit Projekten so. Kenne ich mich aus. Ja, ich habe viele Projekte. Ich habe auch viele Projekte. Sie nennen sich Bahnhof, Marktplatz, Stadtbau, Bahnhofsvorplatz und so weiter. Wann ist das erste fertig? Der Bahnhof ist ja so gut wie fertig. Am Bahnhof, am Bahnhof haben wir schon Renovierungsarbeiten, obwohl der eigentliche Bahnhof noch nicht mal in Betrieb ist. Renovierungsarbeiten? Ja. Okay. Dazu muss ich ein ganz bestimmtes Biom finden. Aha. Um Terrakotta zu besorgen. Ey, cool, Moosstein. Terrakotta? Wie macht man Moosstein selber? Also baue Steinziegel und was dann? Ich glaube Lane. Also diese Lian-Dinger. So. Für Lane braucht man die Dschungelbäume, ne? Ja, wachsen die da normal? Also bei Tropen oder ein Sumpfbiom findest du die, glaube ich, auch. Christian, renn du nicht so weit weg. Lass mich nicht! Du Hurensohn! Wir sind immer nett zueinander. Was los, dicker Arm, Mann? Ja, Mann. Wir packen Hamburg wieder auf die Karte. So. Das ist, glaube ich, normaler Sand, ne? Kann es gar nicht so. Was soll es denn sonst für Sand geben? Ja, ich meine, das dazwischen kann ja manchmal sein, dass es diese. Terrakotta Leben Scheiße da ist. Ja, das würde ich aber nicht vereinzelt abbauen, sondern wenn dann wirklich in diesem Biom. Oh, Das lohnt sich sonst nicht. Sorry, Special Snowflake. Ja, ich bin schon oben. Ja. Gibt es eigentlich eine Verzauberung, dass man zwei Blöcke hochspringen kann? Nein, das gibt's nur bei Life in the Woods. Oh. Das gibt aber für diese Sprungkraft Potion, da brauchst du Hasenpfoten für. Das heißt, ich muss demnächst eine Kanickelfarm machen. Das heißt, ich muss. Ey, warte mal, die sind alle. Ich hab die alle in der Wüste nur gesehen. Fuck. Brauche ich also Boote. Mit Booten muss ich die rüberschleppen und dann mit Karotten anlaufen. Das wäre geil, wenn du so eine Boot eine Kiste packen könntest und die dann da reinsteckst. Ja. Ey, da hinten ist ein Riesenpilz. Wird bald wieder da. Tschüss. Nein, der Profi-Bauer. Der war der professionellste Bauer ever. User disconnected from your channel. Ja. Ich meine, er hat Profi im Namen. Er muss ein Profi sein, ne? Was im Namen steht, das muss auch so sein. Naja. Ey, warum ist das vielleicht... Der benennt sich doch nicht nach etwas, was nicht stimmt. Ist das normal, dass die Hühner sich mit den Pferden paaren wollen gerade? Was? Alter. Ich weiß nicht, es bekommen bei mir gerade so viele Hühner aus und die rennen alle zu den Pferden. Christian? Ja? Hier sind viele Pilze. Oh. Lass mal ein paar rauchen. Ah, warte, hier sind Rosenbücher. Die brauche ich mitnehmen. Will einer später ein fliegendes Pferd haben? Ach, Mann, ich hätte einen Sattel mitnehmen sollen wegen Skelettpferden, wenn wir die finden. Aber egal. Das so, wo bist was du? Was bringen die Skelettpferde? Du bist da lang. Oh, Skelett. Es sind Skelette und haben viel Leben und sind cool. Aber wir bringen nichts, okay. Kann man eigentlich Skelette miteinander, also Skelettpferde miteinander paaren? Nee, ne? Nein. Man kann die echt nur im Gewitter finden, schade. Mann. Das nächste Gewitter laufen wir raus, ne? Und Sattel bewaffnet. Es wird ein epischer Marsch durch den Sturm. Ja. Warte mal, was ist das da hinten? Achso, nur Erde. Oh, Erde. Das sah aus wie Lava oder durch. So, die irgendwo aus dem Berg rausläuft. Aber ich habe ja echt schon alle Biome, fast alle Biome gesehen, nur keinen Tropenwald hier. Echt für alle Biome? Also fast alle, natürlich noch nicht diese, ich meine fast alle, noch wir nicht haben diese... Noch keine reine Schneebiomen gefunden. Das kannst du ja auch in diesen Advancements gucken, ne? Ja, aber müssen wir schon selber finden eigentlich. Ich habe 19 von 36 gefunden. Also da siehst du halt die Biome, die du schon gesehen hast. Es gibt 36 Biome? Ja, also was? Auch Subbiome und sowas.
Ist das eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Ja. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Oh mein Gott!